Hallo meine Lieben, wir machen uns heute wieder einen leckeren Snack und zwar ein super schnelles Rezept. Lachs-Frischkäseröllchen mit Räucherlachs, ein bisschen an. Es ist im Prinzip die Rolle, der Teig besteht aus ganz wenig Mehl, nur Käse gemahlen mit Quark. Da kommen dann Eier, Salz, Pfeffer dazu. Es ist wirklich so ein ganz einfacher Teig, ganz einfach bestrichen, belegt und aufgerollt und ihr habt wirklich einen super schnellen, leckeren Snack, der einfach mal gar zwischendurch zubereitet ist. Wir fangen an und zwar kommt zuerst der Käse in den Mixtopf. Ich habe Gouda genommen, eher ein bisschen was Milderes. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auf jeden Fall auch was Deftigeres, Würzigeres verwenden. Ich finde aber, dass das voll gut ist, wenn die Rolle so ein bisschen neutral ist und die Fülle das Ganze dann einfach hebt. Aber, wie gesagt, nach eigenem Geschmack. Der Gouda wird jetzt für 12 Sekunden auf Stufe 10 zerkleinert. Und wichtig ist, dass ihr bitte wirklich in einem schön durchdraht bei harten Sachen. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten für die Rolle dazu. Das ist einmal der Quark oder Topfen. Das bisschen Mehl. Die Eier mit Salz und Pfeffer. So, und das war es im Prinzip fast schon wieder mit dem Teig eigentlich. Gell? Wir müssen jetzt nur noch Deckel drauf. Und das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf Stufe 4 vermischt. So, der Ofen ist bei mir jetzt vorgeheizt auf Ober-Unterhitze 180 Grad. Backblech mit Backpapier. Und jetzt seht ihr den wunderschönen Teig, den wir uns jetzt darauf geben. Und einfach schön verstreichen. Es muss jetzt nicht, wenn ihr wie ihr ein großes Blech habt, muss er nicht unbedingt das ganze Blech ausfüllen. Wenn ihr ein kleines habt, dann füllt das bestimmt aus, weil es einfach immer so unterschiedlich welche Öfen das man hat. Also ich kenne das ja auch von meinen Kunden kochen, wirklich, dass man auch ganz kleine Backrohre, also kleine Backrohre gibt. Größere, ganz große, wir haben so ein Maxi. Und ja, aber einfach so schön gleichmäßig und nicht zu dünn aufstreichen, dass man es nachher auch schön einrollen kann. Und eben rechteckig in dem, egal wie groß das es macht, so ziemlich rechteckig sollte das sein. Weil man muss sich ja vorstellen, dass ihr das, so eine Sekunde, ich suche mal was. Okay, warum ist das nicht so, was hinkehrt? Ja, so, nicht immer alles da, wo es hingehört. Genau, rechteckig, weil es so, ja, wir wollen das ja quasi, wir wollen eine kurze, eine lange Seite und rollen es dann über die lange Seite schön auf. Und dann haben wir so eine lange Rolle, deswegen einfach rechteckig, aber es ist nicht so genau. Bin gespannt, wie euch das Rezept gefällt, weil es ja eigentlich, es ist kein No-Carb, oder auf jeden Fall, aber auf jeden Fall so ein Low-Carb-Rezept. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man das so in den Alltag einbauen kann. Weil ich bin jetzt keiner, der Diäten macht, gell? Aber viele von euch schon, glaube ich, dass die auch manch, oder zumindest, dass sie sehr gerne Low Carb essen. Und da ist das auf jeden Fall ein sehr schönes Rezept. Jetzt habe ich eine Idee, es könnten ja die von euch, die wirklich so Low Carb, No Carb essen, uns reinschreiben, wie sie das jetzt noch umändern würden. Weil was ich weiß, würden wir sicher mit Mandelmehl machen können. Dann ist es ein No-Carb-Rezept. Also wirklich, dann ist es ein komplett reines Protein. Röllchen. Aber schreibt es gern unten in die Kommentare und voll gern auch, wie euch das Rezept an sich
gefällt. Und wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen hoch. Freue ich mich. So, das kommt jetzt ins Backrohr. Jetzt muss ich auf den Schummelzettel schauen, weil ich habe nämlich, genau, nämlich circa 20 Minuten bei den 180 Grad Ober-Unterhitze. Das backen, das ist bitte beobachten, weil, wie gesagt, Backöfen, nicht nur Backbleche, sondern auch Backöfen sind unterschiedlich. Und genau, es soll richtig schön goldgelb, aber es soll jetzt nicht zu lange. Also circa 20 Minuten, ab ins Rohr. So, ihr Lieben, ich habe mir da jetzt schon mal Creme Fraiche, ein bisschen Frischkäse mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Essig, Salz, Pfeffer und ein bisschen Essig, genau, also einen Teelöffel Essig, einfach so ein bisschen für den Geschmack und die Säure, habe ich mir so eine Creme zusammengerührt, die ich mir jetzt einfach auf dieser, sie ist jetzt lauwarm, gell? Sie soll bitte nur nicht mehr nicht frisch aus dem Ofen gestrichen werden. Ich drehe es jetzt um, weil die Unterseite ist nur ein bisschen besser. Oh, und schaut euch doch das mal an. Wie lecker. Nein, ich lasse die braune Seite. Nein, die lassen wir außen. Sucht es euch aus, welche Seite ihr außen haben wollt und die andere bestreicht ihr. Und ich habe jetzt Blattspinat. Ihr könnt Rucola verwenden, ihr könnt Vogelsalat verwenden, ihr könnt einfach nur mal Kräuter drauf geben, ihr könnt einfach nur Creme und Frischkäse drauf geben. Das ist völlig egal und völlig euch überlassen. Und das Ganze wird jetzt einfach da drauf gegeben. Einmal glatt gestrichen. Und wirklich auch schön bis zum Rand raus. Am Rand nicht allzu dick, aber trotzdem alles schön gleichmäßig bestreichen. Genau, ist wirklich wichtig, Datzen abkühlen lassen. Also nicht frisch aus dem Ofen, der muss mindestens 15 Minuten stehen und erst dann bestreichen, sonst läuft euch dann alles auseinander und das macht keinen Spaß. So. Und jetzt, ich mache schon mal kurz die Finger. So, Räucherlachs. Ein bis zwei so Packungen, das kommt immer ein bisschen auf die Menge drauf an, die drinnen ist in euren Packungen. Aber er soll wirklich schön mit Räucherlachs belegt sein. Oh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei solchen Dingen geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Ich liebe solche Sachen. Und überhaupt Räucherlachs und dann die Rolle habe ich tatsächlich ausprobiert, weil ich sonst oft mit Blätterteig gebacken habe, aber mein Mann Blätterteig nicht so mehr, so irgendwie nicht so vertragt, keine Ahnung. Das ist die letzten Male, wo er dann immer gesagt hat, so irgendwie, wenn du es mit Blätterteig machst, dann muss ich jetzt nicht unbedingt dabei mitessen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eine Alternative, weil er mag ja solche Sachen auch voll gern und ich allein ist ja dann das auch nicht so wirklich. Also ich schaffe dann die Mengen oft nicht. Oder was heißt oft? Ich schaffe die Mengen nicht. Und ja, die Kinder kommt es immer auf die Tagesverfassung drauf an, ob sie das mögen oder nicht. Ja, und somit habe ich einen Plan B gebraucht. Und hier ist er. So. Und ich finde auch, dass das echt mal eine gesunde Variante, das passt super. Ich liebe Blattspinat, also von dem her. Und auch wenn ihr mal Besuch kriegt, macht das echt voll was her und es ist einfach so schnell gemacht, voll schnell zubereitet, ratzfatz erledigt und dann auch noch mega lecker. Und ihr könnt es auch, also das ist jetzt auch sowas, mir fällt da immer alles mögliche ein, gell? Also ich werde die zum Beispiel jetzt dann auch direkt in dem Backpapier wahrscheinlich lassen. Und drum, weiß ich jetzt schon, ich schneide es euch schon an. Aber ich brauche sie immer halt erst ein bisschen später, also so in ein paar Stunden halt.
und tun wir die dann einfach eben in Backpapier oder in Frischhaltefolie, könnt ihr es einfach jetzt zusammenrollen, einrollen, also einrollen und dann da drinnen aufbewahren und dann einfach rausholen. Das heißt, die ist super easy vorbereitet. Und jetzt einfach vorsichtig aufrollen, aber braucht ihr da keine Angst haben, durch den Käse ist dieser Teig wirklich elastisch. Also das ist jetzt nicht so wie bei manch anderen oft, wo man so aufpassen muss, dass die nicht brechen. Nö, schiebt euch auch immer so den Blattspinat da wieder ein bisschen zurück, weil es ihn ab und an ein bisschen nach vorne schieben würde. Und dann ist eure Rolle fertig. Das heißt, wir haben eine pikante Roulade. Eigentlich, so könnte man es nennen. Ja. Und ich werde euch die jetzt schon einmal schnell in der Mitte anschneiden. Also schnell. In der Mitte anschneiden, dass ihr euch einfach was darunter vorstellen könnt. Ja, wie das innen ausschaut. Wunderschön, oder? Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Für mich ein Träumchen. Und ich lasse mir das jetzt halt echt am Abend, das bei mir kommen Freundinnen vorbei. Ich freue mich dann immer, wenn ich so Dinge machen kann. Und dann auch wirklich, weil wir müssen ja oft da zwei, dreimal essen. Also, wenn ich es für euch koche und so. Und wenn man dann wen da hat, der das auch mit uns teilt und dann auch zum einen gleich sagt, wie es einem schmeckt und zum anderen bin ich einfach froh, weil ich habe für euch das Video, habe aber jemanden, der mit uns mit isst. Somit müssen wir nicht irgendwann, ich weiß nicht, wie so ein Germknödel durch die Gegend rollen. Aber auf jeden Fall, mega, mega lecker, mega Rezept, wirklich ausprobieren und unbedingt in die Kommentare schreiben, wie es euch geschmeckt hat, wie es euch gefallen hat, das Video. Gefällt mir, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, freut mich auch. Und ich freue mich aufs ganz baldige Wiederkochen für euch, mit euch. Schickt mir gern eure Rezepte, wo ihr sagt, ich würde das voll gern mal, dass du das kochst für mich. Viele haben aus der Rezeptwelt Lieblingsrezepte. Schickt mir die gerne per E-Mail zu. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong.